Irgendwer ist aufgestiegen. Ich bin aufgestiegen. Schön. Mehr Stärke. Ein bisschen jedenfalls. Mehr Geschick. Und ich weiß nicht. Wir nehmen noch mehr Geschick. Ich vergesse leider immer, was ich eigentlich brauche. Aber ich hoffe mal, dass das richtig ist. Ja. Was soll man denn jetzt noch machen? Die Taktikplätze brauche ich nicht. Irgendwie benutze ich eh nicht. Fallenbau. Wir können ja mal gucken, ob wir Überleben bis dahin gesteigert haben. Der Kräuterkunde? Ne, brauchen wir auch nicht. Fallenbau brauchen wir eigentlich auch nicht. Es ist irgendwie Fallenbau. Ist schnell genug, um sowohl freundlich als auch feindlich gesinnten Personen kleine Gegenstände zu stehlen, wenn sie nicht allzu wachsam sind. Nein, das brauche ich auch nicht. Nein! Zurück! Ach, Gott sei Dank. Das wollte ich machen. Überleben. Weiter. Hier habe ich auch natürlich wieder vergessen, was ich tun wollte. Ach, Himmel, Herrgott. Der Schurke erhält die nahezu übernatürliche Fähigkeit, Gefahren zu spüren und ihnen zu entgehen. Er hat durch dieses Talent eine Chance von 20% physischen Angriffen, darunter auch Betäuben und Niederschlagen zu entgehen. Das finde ich ganz gut. Ja, komm, wir nehmen das. So. Voll gut sind wir. 15 Sovereigns. Wie viel haben wir denn jetzt noch? 20. Puh. Da war ich wohl mit 70 nicht ganz so richtig. Nun ja. Schade. Egal. So, das haben wir gemacht. Was steht denn jetzt an? Hiervon würde ich ja gern welche machen. Stelle den verbliebenen Rekruten ihre Einberufungsschreiben entgegen. Einer in Lothering, einer in Redcliffe und einer im Gesindeviertel. Ja gut, wir kommen nicht ins Gesindeviertel. Was haben wir hier? Kellenhandsee, den haben wir. Frostgipfelgebirge. Die zwei haben wir, glaube ich, ne? Deserteure. Zwei Stück hatten wir. Das müssen ja die beiden gewesen sein. Frostgipfelgebirge. Dann gehen wir jetzt einfach zum Frostgipfelgebirge. Ich würde sagen, unsere Truppe lassen wir jetzt erstmal einfach so. Ja, lassen wir. Wird erledigt. Vielen Dank, sehr aufmerksam. Hier wollen wir nichts, oder? Nö, hier kommen wir noch nicht hin. Gesindeviertel würde ich gerne, naja. Wir gehen zum Frostgipfelgebirge, bitte. Wo ist denn das? Tun wir nicht. Tun wir wohl nicht. Doch, da. Ach, das ist aber weit. Okay, dann gehen wir erst zum Soldatengipfel und dann gehen wir zum Frostgipfel. Und da müssen wir auch noch hin. Hier waren wir ja schon. Müssen wir da auch noch hin? Bestimmt. Wir gehen mal zum Soldatengipfel. Und dann noch. Gehen wir vielleicht erstmal hier hin und dann da? Ich weiß auch noch nicht. Hä? Habe ich? Achso, ich wollte gerade sagen, jetzt rennt er dran vorbei. Rennen sie. Sind ja mehrere. Und da wären wir. Soldatengipfel. Hallo. Beim Atem des Erbauers ist das riesig. Was für eine Festung. Ich hab doch gesagt, die Karte führt uns durch die Tunnel. Ja, hast du gesagt. Gebt es ruhig zu. Ihr habt euch mehrmals verirrt. Wie habt ihr alleine diesen Weg gefunden? Sag mal. Ja, gebt's ruhig zu. Ihr habt euch mehrmals verirrt. Ich hab mich nicht verlaufen. Da sind ein paar Flecken auf der Karte. Egal, wir sind da. Nun, ich werde euch folgen. In angemessener Entfernung. Das ist dieser kein Problem. Ort trägt den Geruch des Todes. Ich rechne damit, dass Schwierigkeiten auf uns warten. Der Soldatengipfel hat auch schon bessere Tage gesehen. Wohl eher bessere Jahrhunderte. Einst standen die Wächter in voller Blüte, genügend Leute, alle der Aufgabe gewachsen.
Und heute müssen sie sogar Leute wie euch aufnehmen, Alistair. Hey. Hey. Ach ja. Huch. Oh oh. Zurück! Zurück! Na los! Herr, den Gipfel einzunehmen könnte schwierig werden. Ich habe den Wächtern eine Chance gegeben, ehrenvoll zu sterben. Doch sie verschanzen sich wie Feiglinge. Wir folgen dem Rat des Königs und hungern sie aus. Aber auf dem Gipfel gibt es Vorräte für Monate. Dann warten wir. Wenn sie so geschwächt sind, dass sie ihre Waffen nicht mehr heben können, überstellen wir sie dem letzten Gericht. Was war das? Ich fühlte mich leicht benebelt. Ich bin doch nicht verrückt, oder? Habt ihr es auch gesehen? Ich habe mal eine orlesianische Ballade über etwas Ähnliches gehört. Eine Schönheit, die in ihrem Traum gefangen war. In dem Lied wacht Belissa nie mehr auf. Eure hübsche Freundin hier macht mich nervös, Wächter. Wie kann das überhaupt möglich sein? Hier muss es doch spuken. Das kann schon sein. Und meine hübsche Freundin macht mich allerdings auch nervös. Der Schleier ist ja sehr dünn. Im Turm des Zirkels war es genauso. Die Welt ist voller Geheimnisse. Lass uns weitergehen. Ja, der Schleier ist hier sehr dünn. Der Schleier? Er trennt uns vom Nichts und den Dämonen. Macht euch keine Sorgen, gehen wir weiter. Ja, ich würde sagen, macht euch keine Sorgen. Ja, Wächter. Wir wollen ihn ja nicht verängstigen. Nicht wahr? Ich wollte gerade sagen, steht ihr wieder auf. Und schon stehen sie auf. Das ist ja interessant. Warte mal. Wir haben doch Bomben. Benutzt die doch mal. Übernatürliche Gegner. Boah. Nicht schlecht. Und schon ist er tot. Das sind aber viele. Ja, hier. Mach weiter jetzt. Himmel, Herrgott. Dass man dir das immer alles sagen muss. Nochmal. Hau nochmal drauf. Sehr gut. Jetzt den da. Machst du ganz fein. Was wollen wir da hinten? Ja! Der Sieg war unser! Brauchen wir eigentlich für den einen hier Lyrium-Trank das oder ist egal welches? Seid vorsichtig! Diese Kreaturen sind unberechenbar! Wo denn noch? Nun der? Anscheinend, dann greifen wir mal an. Vor allen Dingen, er steht hier die ganze Zeit so, oh, guck mich, mir kann niemand was anhaben. Ich bin völlig teilnahmslos und vor allem eine andere. Renn mal mit. Da sind sie ja. Hau drauf. Ja, dann nimm halt den nächsten Mensch. Was haben wir denn hier oben so? Wo müssen wir denn lang? Menschenskinder. So, wir sind hier. Das sind die, die gerade aufgestanden sind. Also ich möchte dann gerne mal... Oder? Sind doch die. Ich glaube schon. Möchte gerne mal hier gucken. Mhm. Eine Statue. Die Geschichte des Stützpunkts. Die Geschichte des Soldatengipfels, Kapitel 1. Seid ihr bald mal hier? Haben wir ja noch was angucken? Nö. Gut, dann greif mal hier die... Achso, das ist unser Kumpel, dann... Nee, hä? Greif den mal an. Sehr schön. Nochmal, sehr gut. Und jetzt den hinter dir, bitte. Danke. Da ist noch jemand. Gehst du bitte dahin? Geh da! Gehst du? Mensch. Los doch! Oh. Ja, diese Verzögerung so. Hatten die was dabei? Die sind schon gar nicht mehr da. Na dann. Wenn das so ist, gehen wir einfach. Kommen wir hier rein? Nein.
Haben wir die denn bald mal alle? Ach, es ist nur noch der. Ich bin dein Schicksal. Jawohl, bin ich. Hau! Du greifst doch schon. Und wir leben noch. Yay, wir leben noch. Es ist fantastisch. Geisterbalsam ist auch fantastisch. Was hast du dabei? Lyriumtrank. Ich vermute, wir müssen hier hoch, ne? Was haben wir da? Festungseingang. Jawohl. So, guck mal, was der dabei hat. Uh, 24 Stärke, wieso so viel? Ach, Liliana haben wir gar nicht dabei, ne? Doch! Ha! Wie viel Stärke hast denn du? Verdammt! Warte, lass mich mal eben schauen. Da? Nein. Oder doch? Nein. Da? Ich glaube hier. 23. Ja, guck. Da müssen wir jetzt einfach... obwohl. Reicht das so mit diesem Zusatz an Stärke? Oder... Nee, warte. Wir sind auch hier falsch. 17. Ja, wunderbar. Verdammt. Na gut, wir haben sie erst noch. Was wir haben, haben wir. So, ist hier noch irgendwas? Nebel? Noch was außer Nebel? Diese Geister, die hier immer rumfliegen. Also es sieht aus wie Geister. Wie Geister, was? Was redest du denn wieder da? Hier ist ein geschlossenes Tor. Da ist auch nichts. Was haben wir hier noch? Nicht zum Angucken. Da, wieder einer. Da sind wir an einem vorbeigefahren. Ach Mensch, gelaufen. Wir fahren hier mal rum. Haha. Ach, hier können wir auch noch gucken. Hier sehen wir aber nichts. Schade. Gut, dann gehen wir mal rein in die Gutstube. Ob wir das überleben werden. Man weiß es nicht. Die Moral der Männer ist niedrig. Meine Zauber sind dabei keine Hilfe, Kommandantin. Zum Führen von Männern gehört mehr als Magie, Avernus. Ich werde sie daran erinnern, dass sie Wächter sind. Männer, ich werde euch nicht belügen. Die Lage ist ernst. Der Feind ist in der Überzahl. Unsere Mägen sind leer. Und unser Mut sinkt. Aber wir sind Wächter. Die dunkle Brut flieht, wenn unser Horn erschallt. Erzdämonen sterben, wenn sie unsere Klingen spüren. Sollen wir vor einem simplen Menschendespoten auf die Knie fallen? Nein, ich werde jedenfalls niemals aufgeben. Schon allein, um irgendwann vor Arlens Galgen tanzen zu können. Darum schlage ich hier und jetzt vor, in diesen heiligen Hallen, in den Generationen unserer Brüder Wache gehalten haben, gegen die dunkle Brut und alles Böse. Lasst uns diesem fetten Bastard eine Nachricht schicken. Und zwar, dass an diesem gesegneten Ort stolze und aufrechte Männer keinen Schritt zurückgewichen sind. Lieber sterbe ich, als vor der Tyrannei klein beizugeben. So tapfer, obwohl sie am Verhungern sind. Und meine Ur-Urgroßmutter war eine von ihnen. Ja. Das sie, aber die hat nur von Männern gesprochen, da war mindestens eine Frau bei. Klingt, als ob wahre Größe durch eure Adern fließt. König Arlend war ein Tyrann? Ja. Arlend, okay. Ich kann nicht glauben, dass der König die grauen Wächter angegriffen hat. Das möchte ich, würde auch das sagen, aber ich, hier... Jeder weiß, dass sie verbannt wurden, aber sie einfach so aus dem Weg zu räumen. König Arlend muss ein Monster gewesen sein. Aber genug geplappert, führt uns weiter. Sehr gerne. Ich habe jetzt lange nichts gesagt, ich weiß, aber ich muss ja hier gucken. Guck mal.
Auf dem Plakat steht, auf diesem Grund erhoben sich untadelige Männer gegen einen Tyrannen. Sie wichen nicht zurück und traten für ihre Freiheit ein. Und sie sind gefallen. Sie ist von den Verteidigern der Grauen Wächter unterzeichnet, die von König Allens Truppen belagert wurden. Den Namen der Gefallenen lesen. Hauptmann Melo, das schwarze Frettchen. Stuhlschmeißer? Lopez. Sir Derek von Olay und Jason der Langbogen. Am besten, ich weiß nicht, ob mir Stuhlschmeißer Lopez am besten gefällt oder das schwarze Frettchen. Ellen der Nörgler. Der Kartografen Märtyrer. David oder David der Stille. Dustin der Farbenblinde. Ebenger von den schwerfälligen Brüdern, Farrell der Wilde, Sir Graham der Unermüdliche und Jason, Sonley Argonauten. Was? Langley der Teuflische, Glückskind Lacuna, Mad Dog Smeadows, Matthias der Blutige, McGurk, der schreckliche Priester, Melissa, die magische Missetäterin, Om, der Gestreckte und Peckratte Dirksen, Feldwebel Red Morrison, Santos, der schweigende Säbel, Säuren Eric, Triefauge Santos und Welburn, das reinigende Feuer. Hui. Okay. Schön. Ich weiß nicht, wer die sind. Kann man ja auch gucken. Nö. Wie lustig. Das ist so ein Innenhof, aber da sind Fenster. Interessant. Gehen wir mal weiter. Ich hoffe, wir gehen hier auch weiter und nicht wieder zurück. Na? Na? Entschuldigung. Tja, schade, ne? Sehr schade, dass wir in die falsche Richtung gelaufen sind. So. Da gehen wir Pausenraum. Alles klar. Hi. Oh, oh. Fallen irgendwo? Nein. Bomben. Ich hab Bomben. Bombe. Wir nehmen erstmal den, oder? Wieso musst du eigentlich immer so nah dran gehen, um Bomben zu werfen? Hm? Au! Helft ihr mir? Ja, okay. Schön. Irgendwann kommt ihr auch mal. Wenn ich fertig bin, dann kommt ihr auch mal. Das finde ich wunderbar. Ich brenne. Tanzt du bitte? Hä? Das ging leichter, als ich dachte. Die richtig schlimmen kommen wahrscheinlich noch. Können wir hier irgendwas lesen? Die Morrigan können wir einmal lesen? Nein, können wir nicht. Da ist offensichtlich verbarrikadiert. Hier ist nichts. Auf dem Tisch ist auch nichts. Da auch nicht. Okay. Da scheint nur ein Raum zu sein. Auf der anderen Seite geht es dann wohl weiter. Dann gucken wir mal hier rein. Guten Tag! Die haben alle nur da gestanden und gewartet, dass wir kommen? Ein Kommandant. Wir müssen kein Problem. Kriegen wir hin. Was für Geräusche die machen. So, guck mal, du hast überall Pfeile. Findest du das okay? Ja, hau. Schlag drauf jetzt hier. So, jetzt den einmal noch. Und da. Hau. Sehr gut. Was haben wir hier für eine Notiz? Kommandant Athlas, bitte. Kodex, eine Nachricht. Okay. Oh, hey, ihr habt ja was dabei. Das ist ja toll. Und zwar alle. Was liegt an? Ich wollte nicht mit dir reden.
Wieso kriegst du denn da, gehst du denn da in den Weg? Manchmal kann ich irgendwie nicht reden. Das ist manchmal ganz schlimm. Hier ist nichts. Dieses Buch sieht interessant aus. Das können wir nicht lesen. Huch. Okay, was haben wir hier noch? Ein Bett. Noch ein Buch, das wir nicht lesen können. Wird erledigt. Der hat nur Geld dabei? Das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Okay, Waffenständer. Langschwert des Wächters. Das wir nicht tragen können.